Bisphenol A ist einer der bekanntesten Endocrine Disruptors. Und hier gibt es eine ganze Familie mittlerweile. Warum? Wir haben einiges gelernt über Bisphenol A in den letzten Jahrzehnten. Und da, wenn man die Publikationen anguckt über Bisphenol A, dann steigen die genauso schnell wie für andere Endocrine Disruptor. Bisphenol A kam aber in Verruf. Sie denken an die Babyflaschen, auf die ich gleich noch zu sprechen komme. Aus der Epidemiologie des Menschen und von menschlichen Populationen gibt sich jedoch ein starker Hinweis darauf, dass Bisphenol A analysiert zum Beispiel über Urinkonzentration in einer Beziehung steht zu verschiedenen Erkrankungen. Das Odds Ratio, also Risiko, solche Erkrankungen zu erleiden, ist angestiegen in Personen mit erhöhtem Bisphenol A um den Faktor 1,2 bis 1,7, wenn man Diabetes, Übergewicht, Adipositas oder Bluthochdruck betrachtet. Hier sind also klare Risiken abzuleiten aus epidemiologischen Studien. Es ist nicht nur der Stoffwechsel, es kann natürlich auch die Immunantwort, das Immunsystem sein. Die Frage, ob Bisphenol A auch an der Tumorentstehung oder Progression beteiligt ist, ist noch ganz offen. Was aber die Stoffwechselerkrankungen einschließlich kardiovaskulärer Erkrankungen anbelangt, so muss man hier mit adversen Effekten des EDC Bisphenol A und seiner verwandten Substanzen rechnen. Wir wissen einen klaren Wirkungsmechanismus der Bisphenole. Sie wirken über den sogenannten Fettsäurerezeptor PPAR, der ganz zentral ist für die Entwicklung der Fettzelle aus Vorläuferzellen, für die Funktion der Fettzelle und natürlich auch für das Wachstum der Fettzelle. Hier ist ein klarer Wirkungsmechanismus beschrieben, sodass wir hier auch schnell mögliche Ersatzsubstanzen testen können, ob sie hier aktiv sind. Die Industrie hat das Problem, bevor die Wissenschaft zum Ende gekommen ist, schon gelöst. Sie wissen alle, dass Bisphenol A in Babyflaschen nicht mehr eingesetzt wird. Es wird jetzt ersetzt durch was, wissen wir noch nicht genau. Wird diese Ersatzsubstanz weniger Effekte haben? Das werden die nächsten Jahre uns zeigen. Festzuhalten ist, dass 90% der Bevölkerung mit solchen Substanzen exponiert ist, teilweise schon oberhalb der empfohlenen Grenzwerte. Und für die neuen Ersatzsubstanzen hat weder die EPA der US noch die EFSA oder europäische entsprechende Organisationen Grenzen festgesetzt. Hier müssen wir noch warten. Und wir wissen aber, dass zum Beispiel in Dosennahrung oder in der Muttermilch diese Substanzen auftauchen. Also haben wir jetzt ein Problem in der Wissenschaft. Es gibt keine unexponierten Kontrollgruppen mehr.